Eine fliegende Möwe am Strand, Wellen der Ostsee, eine Seebrücke oder auch Robben. Viele Details haben die 14 Kinder und Jugendlichen aus Rostock, Güstrow und Umgebung beim Medienprojekt Jugendfotoquest Heimat Ostsee vor die Linse genommen. Entstanden ist nun ein kleines Büchlein, das jeder Teilnehmer zusammen mit einem Zertifikat und einem eigenen Porträt im interkulturellen Gemeinschaftsgarten erhalten hat. Organisiert wurde das Projekt vom TUI-MADA-Verein aus Rostock. Ich habe viele Tipps gekriegt, wie ich richtig fotografiere, erzählt Marc Klamt. Der 14-jährige Güstrow hat im Laufe des Projektes viel Spaß an der Fotografie gefunden. Vor allem der Ausflug nach Warnemünde und das Fotografieren der Möwen begeisterte ihn. Was am 14. August im Igerpark Rostock mit einer Eröffnungsveranstaltung begann, wurde an mehreren Wochenenden an der Ostsee, vom Darß bis hin nach Grahn-Müritz und Warnemünde, fortgesetzt. Wir wollten Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich in diesem Bereich auszuprobieren, die finanziell vielleicht nicht so gut gestellt sind, sagt Ludmilla Kuhlmann vom Vorstand des TUI-MADA-Vereins, der sich für Medien und Kultur engagiert. Fotografin Manuela Matz aus Baumgarten begleitete die Kinder und Jugendlichen in den Wochen und gab viele Hinweise, worauf sie achten sollten. Gemeinsam wurden schließlich die Fotos gesichtet und etwa 400 gute Fotos ausgewählt und manche noch etwas bearbeitet. Etwa 80 davon haben es dann ins Büchlein geschafft. Im Frühjahr soll das Projekt weitergehen. Ludmilla Kuhlmann hofft sehr, dann mit den Teilnehmern auch mal übernachten zu können, um so noch mehr Zeit in das Projekt zu investieren.